Ja, das ist jetzt recht schwer, da Arnulfs Vortrag zu toppen. Herrlich. Genau, jetzt möchte ich als OSGeoBoard hier zu euch sprechen, zu Ihnen sprechen und uns die Frage stellen: OSGeo Teil einer weltweiten Community? Oder eigentlich auch die Frage Vosges: Wie sind wir ein Teil einer weltweiten Community? Und da sind wir Vosges einerseits ja als Konferenz und können uns da als Konferenz die Frage stellen, die schon seit 2006 jetzt jedes Jahr in einem anderen deutschsprachigen Ort stattfindet und dieses Jahr in Dresden ist. Und wir können uns das auch als Vosges e.V. fragen: Wie sind wir Teil dieser OSGeo in dieser globalen Community eingebunden? Vosges e.V. ist das OSGeo Local Chapter für den deutschsprachigen Bereich. Wir haben ja eben gehört, mehr als 200 Mitglieder, und der Vosges ist nicht alleine, sondern da gibt es über 25 Local Chapters weltweit. Die kann man sich hier auch über den Link anschauen. Und ich möchte nur das neueste Local Chapter kurz vorstellen. Das ist im Januar dazugekommen. Das sind die Geoinquietos Argentina. Das ist ein sehr aktives Komitee, das schon länger aktiv ist, aber jetzt offiziell dabei ist. Und das wird zum Beispiel nächsten Monat die Fosfergie Argentina in Buenos Aires organisieren, und ist eine sehr tolle Community. Also wir in Deutschland sind ein Local Chapter, aber auf der ganzen Welt gibt es ganz viele andere von uns. Die OSGeo, das war zu ermessen, in 5 Minuten zu glauben, ich kann die ganze OSGeo vorstellen. Deshalb hier nochmal der Verweis auf die Website. Da gibt es ganz viele Informationen. Ich möchte aber einen Teil der OSGeo hier kurz ansprechen. Das Ziel ist, Open Source Geospatial Software und das Wissen darum zu verbreiten. Die OSGeo ist gemeinnützig, propagiert diese Technologie, offene Standards und offene Daten und wird weltweit von Tausenden Freiwilligen getragen. Jeder kann mitmachen bei der OSGeo. Man kann sich da registrieren und sagen: So, hier bin ich, ich würde gern bei diesem oder jenem Projekt oder in diesem oder jenem Bereich mitmachen. Man kann sich auch wählen lassen jedes Jahr als Charter-Member. Da gibt es über 400 Charter-Member, die wählen einen Vorstand jedes Jahr. Und zur OSGeo gehören aber auch über 24 Projekte, die einen Aufnahmeprozess durchlaufen haben. Das sind Projekte, die wir hier auch auf der Konferenz kennenlernen werden oder schon sowieso kennen, wie QGIS, MapBender, MapServer, GEDAL. Also diese Liste ist sehr lang, GeoServer. Und zusätzlich gibt es noch Community-Projekte, auch über 10 Stück. Dann ist die OSGeo auch eine Kommunikationsplattform. Da gibt es über 288 oder 288 Mailinglisten, in denen die Developer und User der einzelnen Projekte kommunizieren. Und insgesamt sind da über 33.000 einzelne Personen registriert, die diese Mailinglisten nutzen. Ja, eindeutige Registrierungen sind das. Es gibt noch ein Projekt Geo for All, das gehört zur OSGeo. Das hat weltweit 144 Labs aufgebaut an Universitäten. Da stehen Rechner und Schulungsmaterial für die Studenten bereit, sodass die sich dort einarbeiten können. Die OSGeo ist beim Google Summer of Code schon seit 2007 aktiv. Einerseits Google Summer of Code, bei dem sich Studenten bewerben können und Projekte machen können, und auch Google Code In, wo Schüler schon die ersten Schritte mit freier Software testen können. Dann, wer hier einen Workshop bucht auf der Vosges, der wird mit OSGeo Live wahrscheinlich in Kontakt kommen. Ein ganz tolles Projekt, was jedes Jahr eine Kollektion rausbringt mit mehr als 50 Softwareprojekten und das sehr, sehr toll ist, um mit der OSGeo Live ganz schnell Software und freie Geodaten und auch über Tutorials das Ganze kennenzulernen. OSGeo heißt aber auch Konferenzen. So wie unsere Vosges-Konferenz gibt es eine jährliche Konferenz, die weltweit um den Globus wandelt, die Fos4G. Die war letztes Jahr in Dar es Salaam, kommt dieses Jahr nach Bukarest im August. Und genau, neben dieser internationalen Konferenz gibt es aber eigentlich jede Woche auch Konferenzen wie die Vosges, die auch auf der ganzen Welt stattfinden und von den Local Chaptern organisiert werden. Also da sind wir quasi auch Teil dieser globalen Community. Seit letztem Jahr gibt es ein Travel Grant Programm. Hier ist ein Bild von der Fos4G in Dar es Salaam. Das sind Studenten, die über dieses Travel Grant Programm gefördert wurden und darüber die Möglichkeit hatten, an der Veranstaltung teilzunehmen. Das haben wir mit der letzten Vosges auch ermöglicht, indem wir Gelder gesammelt haben und dort ja, das mit unterstützt haben.
OSGEO heißt auch Community, heißt Austausch, heißt Community Sprints. Das heißt, es kommen Entwickler und Anwender zusammen und arbeiten an den einzelnen Projekten. So, das heißt, wir haben gesehen im Schnelldurchlauf, was die OSGEO so alles mit sich bringt. Wir sind Teil als Konferenz von diesem Ganzen, wir sind Teil als Verein von diesem Ganzen und jeder Einzelne kann sich dort auch einbringen. Und abschließend möchte ich da nochmal darauf hinweisen, dass jeder diese Möglichkeit auch wahrnimmt und sich gerne austauscht. Also die Entwickler, für die heißt es, die könnten gerne ihren Code bereitstellen. Und da möchte ich kurz noch hier auf diese Erfolgsstory hinweisen. Wer die Story noch nicht kennt, der Gary Sherman, ein Mann aus Alaska, saß 2002 zu Hause und hat sich gedacht, Mensch, ich möchte gerne unter Linux mal die PostGIS-Daten visualisieren und hat sich da einen Viewer programmiert, den er dann ins Netz gestellt hat, auf SourceForge, hat darüber geblockt und dieses Projekt ist, wie wir jetzt alle wissen, ja zum QGIS-Projekt dann herangewachsen und als internationales Projekt sehr erfolgreich. Tauscht euch aus als Entwickler, am besten, wenn ihr eine gute Idee habt, committet das, dokumentiert das, sorgt für Software, die mehrsprachig ist. Als Anwender hat man auch die Möglichkeit, sich einzubringen, indem man zum Beispiel bei der Dokumentation mitmacht oder Internationalisierung. Also das heißt, bringt euch ein, auch jeder, der hier sitzt, kann das machen und kann diese Möglichkeit nutzen. Also nochmal an alle, may the force be with you. Und jetzt noch zum Abschluss möchte ich allen eine tolle Konferenz wünschen. Einerseits die Leute hier, aber auch alle im Livestream, die jetzt nicht hier dabei sind. Tolle 3-4 Tage und danke.